Ja, hallo, wir befinden uns auf der Mathematikinsel im Anflug auf die Mathematikschule Ebene 9. Ja, also ihr müsst in der Ebene 9 landen. So, jetzt sind wir gelandet. Ihr könnt natürlich auch die Treppe nehmen, aber da komme ich immer so außer Atem. Jetzt sind wir hier in der Ebene 9. Und wenn ihr rechts rumgeht, kommt ihr zu einem großen Ausstellungssaal. Und da stehen drei Ausstellungsstücke. Ja, und diese Ausstellungsstücke, die repräsentieren die drei möglichen Lagebeziehungen zweier Graden im Raum. Ja, gut, gehen wir mal zum ersten Ausstellungsstück. Das erste Ausstellungsstück zeigt die erste Möglichkeit, welche Lagebeziehungen zwei Graden im Raum einnehmen können. Ne? Also die blaue Gerade hier und die rote Gerade, die sind parallel, die haben immer den gleichen Abstand. Das ist die Möglichkeit Nummer 1. Gut, jetzt gehen wir zum zweiten Ausstellungsstück und das zweite Ausstellungsstück zeigt die zweite Möglichkeit, welche Lagebeziehung zwei Graden im Raum einnehmen können. Die beiden Geraden, also hier die blaue und die rote Gerade, ja, die können sich schneiden. Und zwar da, wo ich jetzt hier mit der Maus immer rumfahre. Da schneiden die sich. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Ausstellungsstück. Und das dritte Ausstellungsstück, das zeigt die dritte mögliche Lagebeziehung, die zwei Geraden im Raum einnehmen können. Die zwei Geraden können nämlich auch windschief sein. Ne? Das sieht zwar, wenn ich von hier gucke, so aus, als wären die beiden Geraden, als würden die beiden Geraden sich hier schneiden, aber wenn man da so rumfährt, deshalb ist das besser zu sehen als im Buch, wenn man da so rumfährt, da sieht man, die blaue Gerade geht über die rote Gerade drüber weg. Die schneiden sich gerade nicht. Ne? Und solche zwei Geraden, die sich nicht schneiden, aber auch nicht parallel sind, die nennt man windschief. Ja? Ich fahre mal ganz rum, dann sieht man das besser. So, die schneiden sich also nicht. Ne? Nirgendwo. So, kann man von allen Seiten sehen. Oder ihr besucht mich, dann könnt ihr da auch selber rumfahren. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. In der Ebene haben wir gelernt, da gibt es ja zwei Lagebeziehungen. Zwei Geraden können entweder parallel sein oder sie schneiden sich. Im Raum gibt es jetzt drei Lagebeziehungen, nämlich einmal die Geraden können windschief sein, so wie diese beiden hier. Das ist der Normalfall. Ne? Oder sie können sich schneiden, das ist dann ein Sonderfall. Das wird im Allgemeinen bei zwei beliebigen Geraden nicht der Fall sein. Aber hier schneiden sie sich, das ist also ein Sonderfall. Oder ein anderer Sonderfall ist, wenn die beiden Geraden parallel sind. So wie die rote und die blaue hier. Die haben überall den gleichen Abstand, also sind sie parallel. Gut, ich mache jetzt wieder einen Abflug. Wir sind hier fertig. Ich fliege wieder zu meinem Leuchtturm. Und wie gesagt, wenn ihr mich mit mehreren Leuten besuchen kommen wollt, kommt einfach vorbei. Ich bin zwar meistens nicht da, aber ihr könnt ja mit mehreren kommen und euch hier dann unterhalten und euch zusammen die Ausstellungsstücke ansehen und auch chatten und so weiter. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr hier auf den Leuchtturm gehen. Hoppla, so, auf den Leuchtturm und könnt euch vom Lernen erholen, indem ihr hier auf das Meer schaut und die schöne Aussicht genießt oder euch hier meinen schönen See anseht. Ja, das war's. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.